Krankheit, Bedürfnisse des alltäglichen Lebens sowie aufblühende Träume und Ziele. Wenn diese auftreten, dann wird oft die Prüftasche gezückt und man holt sich einfach die Dinge, um diese zu befriedigen. Oder irre ich mich dabei? Rat, Personal Kommissar, meine Freunde, und herzlich willkommen zur 28. Episode von Road to 70. Diese Sätze möchte ich mit einer folgenden Geschichte ergänzen. Ein Mann betritt einen Laden. Hinter der Theke steht ein Engel. Hastig fragt er ihn: Was verkaufen Sie denn hier? Der Engel antwortet freundlich: Alles, was Sie wollen, mein Herr. Der Mann beginnt aufzuzählen: Dann hätte ich gern das Ende von Krieg und Terror in der Welt, bessere Bedingungen und für Benachteiligte und Bedürftige, die Beseitigung von Elendsviertel, Arbeit für die Arbeitslosen, mehr Gemeinschaft und Liebe in der Kirche und Gesellschaft, freundliche Mitmenschen, mehr Vertrauen und Verständnis zwischen Kindern und Erwachsenen. Da fällt ihm der Engel ins Wort: Entschuldigen Sie, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine reifen Früchte, wir verkaufen nur den Samen. Täglich gehen wir einer Tätigkeit nach, um unsere Brötchen zu verdienen. Die einen mehr, die anderen weniger. Damit können wir uns dann die Gegenstände kaufen, die unser Herz begehrt. Jedoch hat das auch weitreichende Folgen. Viele sehen Geld als das Wertvollste an, wofür es sich lohnt, emsig zu arbeiten. Ruhm, Respekt, Erfolg, ein stattlich anerkanntes Statussymbol wird damit assoziiert. Gemäß dem Motto: Hey, er verdient viel, er hat viel, der muss wichtig sein. Wir schenken dem selbstgeschaffenen Gegenstand mehr Aufmerksamkeit als alles andere auf der Welt. Der lange Atem für Tätigkeiten und Dinge, die nicht mit Geld zu erwerben sind, gehen verloren. Ja, depressiv und demotivierend werden sogar einige, wenn sie nicht das bekommen, was sie wollen, und das sofort. Ein teures Auto, schicke Kleider und Riesenmuskeln, das ist für viele entscheidend. Jedoch ist nicht das Ergebnis das Wichtigste. Das Wichtigste ist immer noch der Pfad und der Weg, den ich bestritten habe, um dieses Ziel zu erreichen, denn dieser ist mit Erinnerungen und Erfahrungen geprägt. Ich meine, wenn ich mein Ziel erreicht habe, mit der Rohkost 70 Kilo aufzubauen, werde ich mir dann natürlich über diese Leistung freuen. Aber viel wichtiger und einen größeren Stellenwert hat für mich die Erinnerungen und die Erfahrungen, die ich auf diesem Weg gemacht habe. Ich meine, die Menschen, die ich kennengelernt habe und auch kennenlernen darf, das Wissen, welches ich mir angeeignet habe, und dass ich täglich stärker und stärker geworden bin, auch wenn mal ein Tag dabei war, an dem es mir nicht so gut geht. Oder ein näheres Beispiel: das Gefühl, wenn man sich seine eigenen Sprossen, Gräser oder Salatköpfe selbst anbaut, sie aussät, wässert, sich um sie kümmert, eventuell einen grünen Daumen dabei entwickelt und eventuell auch mit ihnen redet und sie beim Wachsen und Gedeihen zuschaut. Da hat man doch einen viel besseren Bezug und freut sich auch, wenn man sich dann diese Nahrungsmittel zuführt, anstatt sich diese Lebensmittel in einem Supermarkt zu kaufen. Änderung gefällig? Arbeite dich in deinem Tempo Stück für Stück nach vorne. Stehen bleiben und den Moment genießen ist wünschenswert. Sogar einen Schritt zurück und seine Lage neu zu überdenken ist auch keine Schande. Den Pfad auch mit Freunden zu bestreiten macht die ganze Sache amüsanter. Habe stets dein Ziel im Auge, fokussiere dich aber nicht krankhaft daran. Denke im Prozess, abstrahiere dein Ziel und freue dich für jeden Erfolg und Tag, der dich deinem Traum und deinen Schritt etwas näher bringt. In diesem Sinne, spasiba za prosmotrit, bolshoi spasiba mama, und ich hoffe, dir hat diese Episode von Road to 70 gefallen und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao.